Die Schablonen-Röhrenuhr aus dem Reha-Verlag Berlin wurde circa 1938 gefertigt und war ein eingetragenes Geschmacksmuster aus dem Deutschen Reich. Die Schablonenuhr war eine Werkstatthilfe. Sie enthielt die wichtigsten Röhrentypen der damaligen Zeit, wie zum Beispiel den Außenkontaktsockel 5-polig und 8-polig, sowie den Stahlröhrensockel. Und ich konnte auf dieser Röhre, Entschuldigung, auf dieser Röhrenuhr die Röhre einstellen, den Namen, und habe dann sofort gesehen, welche Stiftbelegung bzw. welche Spannungen benötigt wurden. Zum Beispiel bei der EBF2. Das ist eine Röhre mit zwei Diodensystemen und einer Pentode. In diesem Fall eine Vorverstärkungspentode. Und ich habe jetzt gesehen, die Heizspannung war 6,3 Volt auf diesen zwei Pins. Die Metallisierung war auf diesem Pin. Kathode war dieser Pin mit 0 Volt. Die Anode mit 250 Volt. Der Kolben hatte das Steuergitter mit minus 2 Volt. Also Kolben heißt in diesem Fall der Anschluss auf dem Kopf der Röhre. Das Schirmgitter hatte 250 Volt. Und die beiden Diodensysteme. Die Röhren, die hier rot eingezeichnet sind, das sind Röhren aus der sogenannten roten Reihe. Damit ist gemeint oder wurde bezweckt, dass diese Röhren eine standardisierte Anheizzeit haben. Weil das Problem damals war, dass Leistungsröhren längere Zeiten haben zum Anheizen, während Gleichrichterröhren und Vorverstärkerröhren sehr schnell Heizungen hatten, also die Heizung erreicht haben, was zu komischen Effekten führte, wie Brummen und Quietschen vom Empfänger. Und das hat man versucht, mit der roten Serie etwas zu reduzieren, dass halt das Gerät, wenn es eingeschaltet wird, sich gleichmäßig verhält. Weiterhin gab es die Möglichkeit, Röhren mit Stahlröhrensockel einzustellen. Ding ist schon alt und etwas. Zum Beispiel mal die EF12. Ich habe jetzt gesehen, hier ist mein Steuergitter mit minus 2 Volt. Hier ist die Kathode und die Schirmung. Meine Heizspannung ist 6,3 Volt. Anode 250 Volt. Und das Schirmgitter mit 100 Volt. Selber auch für die 5-poligen Außenkontaktsockel. Zum Beispiel die CB2. Ich sehe hier meine 13 Volt Heizspannung an diesen zwei Pins. Kathode und die Schirmung ist auf diesem Pin. Und die beiden Anoden der Dioden sind auf diesen beiden Pins. Auf der Rückseite waren noch die Stiftbelegungen der wichtigsten älteren Röhren, wobei ältere Röhren natürlich in diesem Fall auf die alten Europasockelröhren gemünzt war, was damals ja in Klammern älter war, wie die älteren Gleichrichterröhren und die wichtigsten Empfängerröhren.